So sieht die Verpackung aus. Das ist so, also das schmeckt nach Minze, aber auch ein bisschen süßlich. Süßlich nach Johannisbeere. Ich mag das voll. Mein Lieblingstee von Penny. Рассказала про мой любимый чайочек. Любимый чайочек с магазина Penny. Но в России его все равно купить нельзя, поэтому сказала на немецком. Но если кто-то живет в Германии, потому что я знаю, есть такие, которые говорят на русском и живут в Германии, смотрят меня. Вот. Чайочек из Penny с мятой и смородиной. Мята и смородина. Очень вкусно. Das hört sich auch gut an. Habt ihr schon so eine Person gesehen, die auch so komisch ist und in einem Video einfach zwei Sprachen spricht? Also ist es jetzt nicht so ungewöhnlich für mich, weil wenn ich zum Beispiel jemanden treffe, der Russisch kann, dann unterhalten wir uns in zwei Sprachen. Irgendwie mal auf Russisch und dann kommt Deutsch eine Zeit lang, dann wieder Russisch und manchmal in einem Satz gemischt, aber wahrscheinlich gerne das Leute mit Migrationshintergrund, dass man es irgendwie so immer mischt, wenn man redet. Was essen, weil ich extra etwas dabei habe.
Israel zu fahren. Ja, so eine kurze Reise, weil wie ihr wisst, war ich in der Schweiz. Aber es war ziemlich kalt dort. Das hat sich nicht wirklich wie Urlaub angefühlt. Deswegen habe ich mich spontan entschieden, ach komm, ich fliege einfach noch weg. Dann habe ich Tickets gekauft und eine Wohnung auf Booking.com gebucht. Es kommt noch ein Vlog. Natürlich kommt noch ein Vlog. Ich habe mir von hört sich bestimmt. Und gleichzeitig gut.
Euch im Endeffekt besser gefällt. Welches Mikro? Das muss ich wissen. Zum Beispiel jetzt, was Eating angeht, kann man ja gut im direkten Vergleich sehen, hören.
Jetzt noch ein bisschen Tapping.
aussuchen, ne? Wenn du möchtest, wenn es dir gefällt, folge dem Licht. Sehr gut. Andere Richtung. Ja. Und jetzt nach oben. Nach unten. Zur Seite. Nach oben. Folge dem Licht. Заполняю меня светом. Смотри на палец.
Erzählt, dass obwohl man bei Tascam die Ear-to-Ear-Funktion